Ansonsten höre ich noch oft Justin Bieber. Das ist mein absoluter Lieblingsmusiker. Schön, dass du wieder dabei bist und willkommen zurück bei einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Seit langem mal wieder, eine Runde Singleplayer. Dachte ich mir so, ey, die machst du doch mal wieder. Und ich hatte mal wieder Bock und jetzt sind wir hier so und bauen weiter an unserem Dach. Und ich muss mal kurz wieder was gucken. Ich muss nämlich immer irgendwas gucken. Alter Vater. So, alles läuft. Wir sind in der, sieht man das hier irgendwo? Nee, 1.6 angelangt. Meine Güte, Minecraft entwickelt sich auch immer weiter. Jetzt mit neuem Launcher. Ich hoffe, alles wird heute gut funktionieren, denn die ganzen Mods wie Optifine und so sind nicht drin. Deshalb gucken wir mal, ob das so flüssig läuft und alles. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, denn Minecraft ist ja... Nee, ist es eigentlich gar nicht. Egal. Schauen wir einfach mal, wie das so wird. Man braucht jetzt diesen komischen Launcher, ja, den habe ich mir auch direkt mal runtergeladen. Hat dann irgendwie nicht ganz funktioniert, dann musste ich das irgendwie neu laden, coole Sache und so, und dann habe ich es dann doch zum Laufen gebracht, direkt eine Testwelt erstellt, ja, direkt mit ein paar Hotüs rumgeritten, und vielleicht finden wir hier auch das ein oder andere Pferd in unserer Gegend. Ich weiß nicht, spawnen die jetzt überall oder nur in den Gebieten, die man noch nicht entdeckt hat? Das wäre jetzt mal so, ne, als Frage. Falls ihr das wisst, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Nicht, dass wir ewig weit laufen müssen, nur um so ein scheiß Pferd zu finden. Da haben wir das schon. Wie sieht das hier aus? Da haben wir es noch nicht. So. Zack. Zack. Und ich mache mal direkt das nächste neue Lied an. Ja, so, ne? Und dann bauen wir mal hier ein bisschen rum. Also nicht das Getränk rum, sondern, ne, ihr wisst schon. Es geht nämlich nicht um Ruhm und Ehre, sondern um Rum und Ehren. Also, meine Güte. Kriegen wir das so hin? Nein, natürlich nicht. Dann machen wir das hier weg und ich glaube, wir müssen heute wieder unsere Kühe paaren. Wenn wir nicht ganz so viele. Damit wir... Alter, das mache ich nachher. Kein Bock. KB auf den Shit. Yo. So. Genau. Was wollte ich erzählen? Ich wollte mich erstmal vernünftig hinsetzen. Ich wurde ja des Öfteren gefragt. Verschiedene Sachen werde ich gefragt. Und ich dachte mir, machst du dir jetzt immer so einen Zettel mit den ganzen Fragen? Dann kannst du die im Let's Play auch alle beantworten. Also es sollen jetzt nicht so Fragen sein, die einfach abgearbeitet werden, sondern so Themen, ne, über die man so ein bisschen reden kann. Und oft wurde gefragt, was hörst du so für Musik? Ja, finde ich eigentlich recht interessant. Wir haben auch immer coole Musik im Let's Play. Die höre ich privat jetzt nicht unbedingt, ne? Die geht klar, aber die ist jetzt nicht sowas zum aktiven Hören, ne? Aber, sondern mehr als Hintergrundgedudels. Dann machen wir noch hier mal weg. So, und zu dem Zettel noch, also ihr könnt da gerne, das habe ich mir von Papier-LP abgeguckt, ja, für die neue Folge Block Network nicht gesehen haben, da sind wir zusammen so und dann, na, geht da mal drauf und dann zieht es euch mal rein, ja, der ist echt ein cooler Typ. Auf jeden Fall könnt ihr da gerne immer Fragen schreiben, damit, oder auch einfach Themenvorschläge, damit ich die da ergänzen kann und dann so mal drüber reden kann im Let's Play. Und zum Thema Musik, wir sind fertig übrigens. Wir müssen dann noch diese komische Leiste machen, aber das machen wir lieber am nächsten Tag. So, meine Damen und Herren, ja. Willkommen beim großen Minecraft Let's Play. Zu Musik. Ich höre eigentlich... Warte mal, ist das da? Genau, so wollte ich das... Ich weiß nicht, ob ich das noch ein tiefer machen soll. Auf jeden Fall... Ach komm, verzieht euch doch. Also mein Musikgeschmack wechselt eigentlich immer hin und her. Eigentlich höre ich relativ viel außer Schlager, das kotzt mich derbe an. Aber ansonsten geht eigentlich fast alles. Haben wir noch Erde, um uns hochzubauen? Nein, natürlich nicht. Im Moment höre ich relativ viel Rap, dann allerdings nur Deutschrap, weil so
Ich stehe nicht auf so Amerikan, Hip-Hop, Yo, Nigger, Swag, Scheiße, ne? Deshalb höre ich mehr Deutsch. Im Moment am meisten Kollega, ja? Ey, Kollega der Boss. Es ist Kollega der Boss, wir zocken heute Minecraft beim Klängern. So halt, ne? Weißt du Bescheid? Dann werden sie denken, du bist voll asozial, du hast Kollega. Aber ich höre den nur, weil ich verstehe, was das verstehen nämlich viele nicht, dass der dies Ganze gar nicht ernst meint, sondern eine Fledermaus. Ich kann nicht zoomen, ich habe ja keinen Optifallen. Sondern das Ganze eigentlich nur so aus Unterhaltungszwecken macht. Wer sich mal ein paar Interviews von dem anguckt auf, wie heißt denn das, 16 Bars oder so, der wird verstehen, dass er nicht wirklich mit seinem Brotmesser im Studio abchillt und darauf wartet, dass einer kommt und ihn angreift. Ne? Das ist nämlich alles nur Show, liebe Kinder. Und außerdem höre ich noch sehr gerne Prinz Pi. Wenn ihr den nicht kennt, dann schämt euch bitte. Aber ich finde, der ist echt ein cooler, ne? Ein ganz cooler ist der Musiker. Und deshalb feiere ich auch seine Texte. Die sind nämlich ein wenig anspruchsvoller als die normalen. Der ist nämlich schlau. Und das kommt nicht so oft vor, dass Rapper schlau sind. Allah auf Befehl! Yo. Und so Ghetto-Faust. Ansonsten habe ich mal relativ viel Seed gehört. Das war auch mal eine Zeit. Aber irgendwann ist das dann halt weg, ne? Und dann nicht mehr. Jetzt im Moment relativ viel Deutschrap. Ansonsten stehe ich irgendwie total auf A Cappella. Ich weiß nicht warum, aber ich feiere das, wenn Leute nur mit ihrer Stimme Musik machen, ohne Instrumente. Und ja, sowas zieht man sich dann auch mal ab und zu rein bei YouTube, ne? Also wer Bock hat, eine eigene A Cappella-Band zu gründen, ne, hier und so, schreibt mich an. Nee, ich kann auch gar nicht singen oder so, aber es macht trotzdem Spaß, denn es wurde wissenschaftlich bewiesen, dass Singen glücklich macht. Also, liebe Kinder, singt einfach drauf los, ja, auch wenn ihr es nicht könnt. Genau wie ich, singt einfach blöd rum. Jetzt nicht unbedingt, wenn alle Leute da sind, dann, ne, die lachen euch nämlich aus. Aber ansonsten geht das voll klar. Irgendwie mache ich immer Pause, wenn ich so Themen abgeschnitten habe. Oh. Ja, das war das Thema Musik, ne? Da gibt's gar nicht so viel zu erzählen. Ansonsten höre ich noch oft Justin Bieber. Das ist mein absoluter Lieblingsmusiker. Von wem auch nicht, ne? Ich glaube, ich werde genauso wie Justin Bieber. Der ist mein Vorbild. Oh mein Gott, Justin! So, gut, dass ich jetzt meinen schlauen Zettel habe, ne? Wir haben nämlich gerade mal, ja, fast 8 Minuten rum und sind mit dem Thema Musik durch. Deshalb können wir direkt uns dem nächsten Thema widmen. Und zwar Kühe paaren. Und auf meinem Zettel steht, wie findest du Nintendo Games? Das hat mich auch irgendwie einer mal gefragt, vor schon längerer Zeit. Da kommt der Gucci. So. Du kannst es mit... Nein, kannst du nicht. Alles klar. Was wollte ich dazu sagen? Achso, Nintendo. Ich finde Nintendo eigentlich ganz cool. Also manche so, das ist kein richtiges Gaming, das ist nur doof. Warte mal, können wir hier so und so. Haben wir noch Zaun? Aber ich feiere die Spiele eigentlich, die sind so... Also man sagt immer, es sind Kinderspiele, aber eigentlich sind es nettere Spiele als auf der PlayStation und auf der Xbox. Weil nicht so flattern, Blut. Okay, so Spiele gibt es nicht. Also es gibt nicht nur solche Spiele auf der Xbox und auf der PlayStation. Aber man sagt immer, Nintendo ist so die Kinderkonsole. Ja, aber das finde ich gar nicht. Ich finde, es ist was anderes. Und so Mario Party hat auch mal seinen Reiz. Ach, wir hatten noch Zäune. Scheiße, warum habe ich die nicht gesehen? Deshalb finde ich das eigentlich ganz cool. Ich mag nicht alle Spiele, aber so Mario geht auf jeden Fall immer klar. Da wäre ich auch gerne immer bereit dazu. Ich habe auch einen coolen Nintendo DS, habe ich ja schon mal gesagt. Und zwar ohne Spiele, aber egal. Guck mal, jetzt haben wir eine coole Sitzecke. Und oben könnten wir vielleicht eine Küche und ein Schlafzimmer machen. Achso, wir wollten das ja abreißen und wir wollten noch... Erde. So, Pflanzenkiste hatten wir hier, dann packen wir das mal da rein. Das kommt hier rein. Hatten wir eine Essenskiste oder war das unsere Essenskiste?
Das ist nun die Frage. Ich tue es einfach mal hier rein. Wahrscheinlich zerstöre ich wieder die ganze Ordnung, die wir hatten an Sortierzeugs. Aber egal. Das ist mir mal Wurst, ne? Wie seht ihr denn das so mit Nintendo? Also die Wii habe ich eigentlich relativ gefeiert, weil es mal was Neues war. Aber die Wii U wieder nicht, weil man da eigentlich auch nur dumm rumsitzt und so zockt. Oh, das wird so lange dauern, dass wir hier alles aufschichten. Ich möchte das eigentlich gar nicht machen. Ich glaube, das werde ich mal irgendwann im Zeitraffer machen. Da muss ich mir aber auch viel Erde holen. Das ist das Problem. Ansonsten mache ich mal erstmal hier so ein bisschen aufschichten. Inventory Tweaks wäre auch mal ein bisschen interessant, ne? Dann könnten wir hier direkt immer die ganzen Sachen nachziehen. Und ich wollte ja eine Schmiede bauen. Und wenn wir Pferde haben, dann müsste die ja größer werden, weil wir ja da so dran schmieden. Also wir schmieden ja Hufeisen für die Pferde und so. If you know what I mean. If you understand what I mean. Dann können wir auch... Ach, ich will ein Hotdü. Ich will ein Hotdü. Wir haben Sattel, oder? Sattelze. Haben wir. Ich muss gleich mal gucken gehen. Und ich wollte dieses komische kleine Pisshaus da, wo wir eigentlich gewohnt haben, mal, also jetzt nicht das Ganze, sondern das mit unserem Schlafzimmer. Das wollte ich abreißen, weil wir oben jetzt die Etage haben und es wäre sinnlos, die nicht zu nutzen. Und deshalb kommt das Ganze nach oben und das Ding wird weggemacht, damit wir da vorne mehr Platz haben. Weg, weg. So, das kommt auch weg hier. Das stört nämlich mich so ein bisschen. So, hier, das kommt weg, das hier, so. Zack. Und, warte mal, wir können ja hier mal so. Zack. So, so. Und dann gehen wir mal dahin und gucken, ob wir irgendwas haben. Was wollte ich gucken? Scheiße. Immer vergesse ich alles. Bah, Vandalismus. Macht alle Scheiben kaputt. Und wir können die Betten mal mitnehmen. Ach scheiße, wir haben die jetzt abgebaut. Das heißt, wenn wir jetzt sterben, kommen wir an unserem Spawnpunkt heraus. Ich glaube nicht, dass wir sterben. Es wäre sehr unrealistisch, dass wir jetzt sterben. Ich packe die einfach erstmal hier hin. So auf doof. Hier kommen ja später auch noch Fenster rein und alles. Aber so lange dann eben nicht. Ach, wir können ja auch einfach den Eingang lassen, oder? Oder den Ausgang beziehungsweise. Denn wir müssten ja dann eh immer zu unserem Kuhgehege. Verreck. Und dann brauchen wir den ja so. Also wir können den dann benutzen. So ist das. Und als letzten Punkt PS3 oder Xbox 360 beziehungsweise PlayStation gegen Xbox steht auf meinem Zettel, ne? Also wenn ihr mehr Themen habt, Fragen, alles mögliche, einfach in die Kommentare, damit ich lese das auch, Leute. Ey, ich kommentiere ja auch, ne? Ich bin ja nicht blind. Und damit dieser Zettel immer schön gefüllt ist, ja? Und hui. Dann haben wir nächstes Mal coole Themenvorschläge. Auf jeden Fall PlayStation gegen Xbox. ist ja auch so in Richtung Gaming, was der ganze Kanal hier eigentlich ist. Ich bin mehr für PlayStation. Moment, so. Ich weiß nicht warum, ich finde PlayStation einfach cooler. Ich finde auch die Grafik immer ein bisschen besser. Wenn ich mich allerdings allgemein entscheiden müsste, würde ich natürlich den PC nehmen, weil ich finde, dass der PC von der Leistung deutlich besser ist und mehr Spiele bietet und mehr Freiraum und Entwicklung. Also sowas wie Minecraft jetzt, glaube ich, wenn es den PC nicht gäbe, gar nicht für die Konsole gegeben, weil keiner mitentwickeln würde an sowas. Wenn es das nur für die Konsole gibt, dann kommt ein fertiges Spiel, fertig. So, und das gibt es auf dem PC nicht. Aber ansonsten finde ich PlayStation irgendwie besser. Ich weiß nicht warum, mein persönlicher Geschmack, da ist ja auch jeder unterschiedlich. Genau, ich kenne auch viele, ne? Also so ein paar Millionen Menschen, die haben sich auch eine Xbox gekauft. Und von daher finde ich das nicht schlimm. Ich bin jetzt auch nicht einer, der PlayStation mit allen Sachen verteidigt. Ich habe auch keine selbst. Ich finde die nur cooler halt. Und wenn einer sagt, ich mag Xbox mehr, dann okay. Und nicht wie im Internet immer, nein, das geht nicht, du bist so blöd. Das meinst du viel besser. Ne, Leute? So nicht. Guck mal, wir können ja dieses Gehege irgendwann noch schöner machen. Look, ich weiß nicht, soll ich den Eingang lassen oder... Ich weiß es nicht. So, komm hier. Zack. So und auf jeden Fall muss die Tür... Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Soll ich die
lassen? Soll ich die nicht lassen? Komm, ich mach's erstmal rein, damit wir hier keinen Platz im Inventar vergeuden. So. Also irgendwie ist es... naja. Es geht. Also es ist annehmbar. Entscheidet es einfach selbst. Dann sehen wir weiter in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft Singleplayer auf dem Kanal von Klängern. Denn diese Folge ist nämlich schon wieder vorbei. Wir pennen kurz in unser Bett, damit wir hier auch schön aufwachen nächstes Mal, wenn wir sterben. Ja. So, und mit neuer Frische verabschiede ich mich von euch. Dann können wir nächstes Mal in der nächsten Folge in den neuen Tag starten. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.